Oh, weiß ich doch nicht. Ich denke, die lackt mit 1 HP. Sehr gut, Max. Wow, ja. Wow, danke. Ja, hab keine Angst. Ult, ja, alle tot. Gib ihm Speed in einer Sekunde. Speed, Karma ist da, jetzt geht's bergauf. Alright, boys, guys, welcome back. Es gibt jetzt Trimix WLAN Coaching. Das heißt, wir werden ganz entspannt wieder Max zu gucken, ein, zwei Sachen sagen und dann gibt's Solo Queue. Dann spielen wir jetzt Lulu und ich krieg mal ein richtiges Coaching von Karma, wie ich Lulu auch aggressiv auf der Lane spiele. Gut. Theri, Pike. Mach ich Lulu, ne? Ja. Ja. Alter, sind wir ein Team. Das ist ein cooles Team, Alter. Lass mal jetzt auf der Botlane richtig schön 0-7 gehen wieder. Wir haben wieder die Silber- und Goldränder und die Gegner haben wieder die Platinränder. So wie in den letzten 5 Games. Okay, macht euch mal Gedanken. Was möchte denn Pike machen? Er möchte euch hooken. Wie kannst du den Hook unterbinden? Du hast als Lulu eine relativ einfache Option. Du hast eine Taste, die du einfach auch drücken kannst und dann kann er dich nicht hooken. Der W-Skill. Ja, der Polymorph. Das heißt, immer wenn Pike reingehen möchte, um zu hooken, ein bisschen polymorphen. Du wollt die Wave hitten, ne? Weil ihr nicht wollt, dass die erst das Level 2 bekommen und euch runterrennen können. Du wirst dich aber schön hinter die Minions stellen, dass Pike dich nicht hooken kann. Sehr gut, Max. Wow, ja, wow, einfach danke. Einfach mal eine E-Drop gemacht. Jetzt musst du die Minions hier angreifen, schnell. Schaffen wir wahrscheinlich nicht, oder? Greif an, greif Minions an, Minions an, Minions an. Ja, mach Ordex auf Minions. Einfach auf Minions, die ersten Minions. 3 Minions angreifen. Greif sie an, schnell. Und dann musst du ganz schnell skillen. Und jetzt können die uns nicht runterrennen. Sehr gut. Aber wir die auch nicht. Ist ja egal. Also zum Beispiel, wenn die Serie für den Ordex gehen will, guck mal jetzt. Nutzt Pike seinen Hook. Oh, genau, macht ihm einfach Schaden. Sehr schön. Jetzt habe ich aber gar nichts mehr. Kein Shield, keine Attack Speed. Jetzt ist Kog'Maw nackt. Ja, aber der doch auch nicht, der doch auch nicht. Und er hat Leben verloren. Mach immer einen Auto-Attack into E. Auto-Attack into E, warum? Mhm. Naja, du bekommst dann einfach immer einen Auto-Attack extra rein. Und dein E hat eine bisschen höhere Range als deine Auto-Attack-Range. Das heißt, wenn du einen Auto-Attack bekommst, bekommst du in 99% der Fälle danach immer noch einen E rein. Macht der übertrieben Damage. Oh, der ist kacke. Du hast hier. Du siehst ja, wenn Pike so channelt mit seiner Q. Wenn du ihn. Leer mit Mana. Das ist das Worst-Case-Szenario, finde ich, wenn ich Enchanter spiele. Und ja, jetzt geben noch nicht mal mehr Kekse, was. Pike heilt sich wieder hoch mit Tränken und jetzt ist irgendwie alles übertrieben scheiße, oder nicht? Nee, ist doch nicht alles übertrieben scheiße. Mach einfach Vortex. Und da warten müssen, bis er den Hook macht. Ja, das ist natürlich kacke jetzt, ne? Das flash ich auch. Wir haben Bock hier 80.000 Leben zu verlieren. Also immer, macht das Geräusch? Ja, du siehst doch, wenn er seinen Speer nach hinten zieht und eine halbe Stunde und langsamer wird und alles, also... Dann macht er Polymorph. Dann erst Speer aufpacken, sonst nicht irgendwie. Weil das bricht dann quasi seine Q ab, also er kann da nicht mehr hooken. Jetzt hat er quasi gerade gewartet, okay, und hat einfach nach dem Polymorph gehookt. Okay, also Lulu mit 2 Fairy Charms kann ja auf der Lane ultra bocken. Die Auto-Attacks sind krass. Du hast hier, mach ich einfach Auto-Attack. Er hat einen Hook draußen, da ist er nicht mehr gefährlich. Ja. Der E macht ja über Damage mit Aeris. Hast du ihn bekommen? Ja, ich habe ihn immerhin bekommen. Mach einen Auto-Attack auf den. Jetzt scherzt es schon. Right. Was ist das denn für ein verwirrter Spell? Das ist Kaiser W. Ja, also ich meine, das Play, also was wollt ihr damit treffen? Also. Ja, offensichtlich euch, ne? Da hat gerade da gewardet, ping da rein mit G. Zack. Kaiser, ich meine Serie, ja. Ist halt zu langsam. Muss flashen wahrscheinlich. Kannst auch einfach so. Das ist doch scheiße! Ja, aber das du hast ihn halt scheiße. Nicht Polymorph. Also du hast ja so was. Ich hab ihn Polymorph. Ich hab wie zu langsam. Und sobald ich in Range war. Nee, sobald ich in Range war, hab ich gemacht. Ja, das war das, was ich meinte mit, er kann Max Range den casten und dann kommt er noch raus. Ja, da musst du dann gucken, dass du dodgst, ne? Das ist krank. Natürlich kommt jetzt hier ein K6. Solange Ciri nicht den Kick, sie ist alles schwach, in Ordnung. Du Scheiße! Kannst du den großen scheren? Gut. Wow, das war ja bad von ihr. Das ist ja schade. Den wirst du jetzt nochmal angreifen müssen, glaube ich. Obwohl. Schade. Wenn du deinen ersten Auto-Take, WLAN, da verzögerst und quasi wartest, bis der Tauschshot wieder ansetzt, dann kriegst du den.
Weil Tower-Shots haben ja auch wie so wie deine Ortex-Cooldowns. Das heißt, wenn du da ein bisschen verzögerst, dann kriegst du beide. Ja, da habe ich verkackt auf jeden Fall, das stimmt. Ja, ich wusste nur nicht, ob du das weißt, weißt du. Ich habe den einen noch angegriffen, wo ich den anderen greifen wollte. Das war gerade einfach. Ich klicke hier auch daneben gerade. Und wir back? Ja, wir müssen eigentlich basen. Ja, die Wave ist nicht drin. Aber ich glaube, wir müssen trotzdem basen. Oh, das habe ich dreimal abgebrochen. Ich bin Hurensohn. Ich glaube, da kannst du auch mal deine Kuh einfach durchschießen. Weil wenn du slowst, kann ich halt irgendwie dreimal angreifen oder irgendwie so. Hör, wieso hat der Pike kein Damage kassiert? Der hat mein E, Q und W kassiert. Ja, der hielt sich immer ein bisschen von dem Damage, den er bekommt. Das ist diese graue HP-Bar, die du immer siehst, da hielt er sich wieder zurück. Du bist da, also panik nicht, ne? Jetzt hast du dein E auf Cooldown. Das Schild war komplett useless. Ja, die danach scheiße, reingehen. Ich bin tot. Ich glaube, ich bin einfach tot. Ihr seid fein, seid fein. Ich bin nochmal reingemoved. Ist noch. Ja. Töte die einfach. Ey, guck mal, Alter, das ist ein krasse Kombo. Aber der hat Ult, ne? Ja, der will auch dafür gehen. Ja, ich glaube, wenn das getroffen hätte, wäre ich tot gewesen. Ja, hätte ich ulten können danach. Und er ignoriert ja Schild. Das heißt, du kannst nur den Damage davor schielen, also von Pike Q zum Beispiel. Okay, jetzt aber der eine starke Kombo. Die haben alles getroffen, die haben engaged, aber wir haben trotzdem gewonnen, ne? Ja. Wieso slowst du ihn dann nicht mit deiner Kuh? Warum hast du da nicht direkt eine Kuh gemacht jetzt gerade? Dann hätte ich ihn sogar vielleicht töten können. Ah, okay, der E gibt ihn auf ihn drauf. Genau, also die E ist dann Pixie. Oh, aber das hab ich dann, du hast vorher gesagt, du weißt es. Guck mal, ja, das wenn ist ich dachte, der W macht ihn auf ihn drauf. Aber der W ist nur der Polymorph und der E ist drauf. Du meinst, also nicht klar, beides du weißt ich Kuh. Es. Oh, ja, dann Mann. Ist der Q auf ihn drauf. Oh. Ist noch ein Wort drin? Nö. Oh, was ist das? Pike. Weg. Wohin jetzt? In die Base. Ihr könnt basen. Ihr werdet das eigentlich bei mir ins Finden und Platte. Nee, wir stayen. Komm, wir sind uns mal gierig. Wir pingen der Lisa, dass sie runterkommen soll. Bleib mal. Die Lisa soll jetzt runterkommen und wir töten die beide. Das Ult in 10, ne? Und seine Ult ist gleich hier Backup. Kannst du ihm jetzt zum Beispiel, bei sowas kannst du ihm Speed geben, wenn er wieder ankommt. Ja. Oh, ist das befriedigend. Dann kannst du die Elis gleich ulten, sehr schön. Slow drauf, und ist halt raus. Was haben die davon, dass sie uns abgebrochen haben, die Wichser? Achtung, Pike. Muss ich. Nice. Wir können das fighten. Hat dein Schild bereit, ja. Oh, genial. Pike ist auch tot und die Pika die auch noch killen. Oh, was? Nee, was? Nicht. Kannst du Kunden morphen? Hatte keinen Spuli, 8 Sekunden jetzt Spuli. Wieso werde ich so verlassen? Ich weiß nicht, warum deine Elise wegrennt, weil jetzt hätte sie einfach. Wenn die Elise nicht wegrennt, töten wir die noch, oder? Ja, ihr tötet die. Die hat alles auf Max gegeben. Oh nein, warum rennt sie weg, die Dumme? Die muss nur stunnen oder irgendwie weh oder so, die kommt ja nicht mehr weg, wenn sie einfach nur tötet. Ja, die hätte die töten können. Ich kann Kog'Maw leider auch gar nicht gut spielen, ne? Nee? Nee, ich glaube, Kog'Maw ist von all meinen AD Carries der schlechteste. Warum? Weil ich den Damage schlecht einschätzen kann. Ah. Oh. Ist ja gut zu wissen. Du meinst so, der ist langweilig. Ja, auch weil ich ihn nicht kann, ne? Du kannst mich gleich wieder Speed up natürlich dir. Okay. Jetzt zum Beispiel. Okay, jetzt kriegt ihr zumindest keine Minions mehr hier auf der Lane. Ja, dann könnt ihr Wave ein bisschen ausdünnen. Na, kannst ein paar Minions killen. Oh, wenn ich die ausdünne, dünne ich einfach 50-50 aus oder dünne ich. Beides funktioniert. Kannst zum Beispiel auch nur die Minis ausdünnen oder ein paar Ranged nehmen. Ist eigentlich relativ egal. Nein, hör auf, jetzt nicht mehr. Ich glaube, wir haben schon zu viel genommen, oder? Nö. Das ist okay. Wenn wir eine volle Wave haben und die sind alle half HP, ne? Klick zum Beispiel auf mal, Max, klick mal auf dein Minion drauf. Auf mein Minion? Ja, klick mal drauf auf dein Minion. Was ist ein Minion? Ja, ein Minion. Guck mal. Du hast jetzt auf gegnerisches Minion drauf geklickt. Klick mich das, damit ich das tanken kann, bitte. Sonst verliere ich wahnsinnig viel Leben. Und klick nochmal drauf auf einen. Ja. Und jetzt schon mal oben links, da siehst du die Stats der Minion, da siehst du so 2% und 100. Und jetzt 3% und 100. Ja. Und da kannst du drüber hovern, das zeigt. Da liegt hinter uns. Dann können wir aber eigentlich fighten, wenn wir gut spielen. Kannst du ein Wort hier rüber platzieren? Einfach. Danke.
Ja, die sollten euch nicht diven können. Das zeigt, dass die genischen Minions gebufft sind. Weil ihr behind seid, werden die genischen Minions stärker. Also sie machen mehr Schaden und nehmen weniger Damage von den genischen Minions, also von euren. Damit man nicht unendlich freezen kann. Wenn das nicht so wäre, dann könnt ihr immer das Team, was erhält, ist unendlich dann freezen. Also das Shield casten, ja. Oh, ich habe einen Auto-Tag abgebrochen. Ich heule, aber der Pike stirbt vielleicht. Kannst du ihm Move-Speed geben, dann guck mal jetzt, ja. Oh, ich habe einen Auto-Tag abgebrochen. Das war dein Ward in Tri-Bush. Wollte ich eh machen. Ach, scheiße. Hier ist einer. Pike? Ja, der geht für deine Elise gerade, der Pike. Lass helfen. Ja, wir können ihn töten, komm. Da kannst du zum Beispiel einfach Boostspeed geben, ja. Ja, nee. Ja, wenn er reinspringt, muss ich aber ein W wieder. Nein, nicht wenn wir den Fight gewinnen. Also aber wenn ich weiß nicht, ob der switcht und angreift, weil LeBlanc wieder hinter ihm ist, aber, weißt du? Ja, LeBlanc war. Weiß ich nicht, die kam gerade dreimal, ich kann ja auch vieles Mal kommen. Aber er hatte doch gerade super gute Vision, sowohl links als auch rechts. Ja, also ja. LeBlanc müsste sehr weit weg sein. In der Zeit hättet ihr locker wegrennen können. Den töten wir. Reingehen können. Genau, also Ball-Item müsst ihr wieder das zweite haben. Kann ich das jetzt noch wählen? Gleich, wenn du nicht mehr in Comet bist. Nach einer Zeit kommt es dann wieder gleich aufgepoppt. Du musst zum Beispiel jetzt nicht schon wieder so weit hinter mir stehen. Du kannst immer noch den mal mit E und Q treffen und so. Du weißt nicht, wie der Pike, dass der mich ja, dann aber der Pike, hat. Ja, aber wenn der dich tötet, töte ich beide zu 1000%. Echt, bevor ich wenn der all seine Spells auf dich draufballert, sind beide tot. Unstoppable. Oder jetzt zum Beispiel mal auf die Serie gehen, anstatt irgendwie da. Pink. Ja, aber. Es sollte jetzt auf jeden Fall Druck auf den Tower machen. Ihr habt alle vier Topside gesehen. Oh. Also die ist hinter euch, ja. Du hast noch ein Shield, du hast noch Ult. Du hast auch noch Heal. Schade. Reicht nicht aus. Ach, ich bin in die falsche rein. Ja. Ja, wir hätten resetten sollen. Was ist das denn für eine Scheiße? Egal, dafür steht unsere Midlane 1-6. Ist doch auch was, oder? Ist doch auch cool, Max. Ist hat doch was. Ich muss auf jeden Fall einen Sensor mit Kogma als erstes kaufen. Das Problem ist, du hast CDA gekauft, was du nicht brauchst, und einen Feuercharm im zweiten. Der Feuercharm, okay. Aber jetzt hast du halt einfach keine Itemslots und rennst hier mit 1200 Gold rum. Macht das Damage auf mich. Schöner Sidestep. 2 Sekunden. Aber ich bin trotzdem tot. Raus. Der hat gleich Cooldowns. Aber jetzt hast du theoretisch Polymorph ab. Also wenn sie reinspringt, Polymorph sie. Ja. Kriegst du das hin, Max? Dann töten wir sie. Wenn du mich shieldest und sie Polymorphs, können wir sie töten. Ich habe mich auch ein bisschen geraggt. Naja, die Pinks sind aber absterben. Polymorph, jetzt ist sie tot einfach. Noch eine Ult. Schade, die andere. Soll auf jeden Fall einen Tower nehmen und danach ja, ja. Resetten. Ja, Toplane in dem Feld, Top leider. Toplane ist am Ende wieder down. Digga, was ist das? Digga, Karma, sag mal, wie das sein kann. Was ist denn das für ein Split-Season-Reset? Die spielt 6 von 6 ja. Game mit Silberleuten gegen Platin und ehemalig Emeralds. Und verlieren jedes Game, da ist der Innip weg nach unter 20 Minuten. Das ist doch so oft hintereinander. Das muss ja super unlucky sein, oder nicht? Ja, passiert. Also, ich meine, 5 Games sind halt keine große Quantity, ne? Echt? Okay. Naja. Okay, das ist so okay. So, eigentlich müssten wir jetzt mal fighten, weil wir beide sind super stark. Hinter uns? Klappt der Low-Elo, aber dann werden wir ja nicht mehr. Also, wenn es klappen würde, dann wären wir nicht mehr Low-Elo, ne? Polymorphin, damit die Pflanze nicht hitten kann. Ja. Egal. Ist trotzdem tot. Ach, Bro, unser ganzes Team ist gestorben. Obwohl, ne, stimmt gar nicht. 1-1. Ja, ich auch. Du hast alles ready, ne? Gar nichts hab ich ready. Du musst raus. Nicht, bloß neben mir stehen.
Warum denn? Warum denn? Damit der kein Damage an mir macht. Oder das weniger. Ändert nichts. Da bist du so oder so tot. Nichts. Das ist ein Q, da macht der irgendwie 80 Damage mehr mit dem Q. Der macht 400 Damage mehr mit dem Q. Der macht doch keine Abschluss. Wenn du da neben mir stehst und irgendwas blockst irgendwie, dann gewinnen wir das. Gut, da bin ich mir ganz sicher. Das Problem ist, dass du halt gestunt wirst, ne? Eine Q hat mir 912 Damage gemacht, die macht sonst nur 400. Das sind einfach 400 Qs. Leben. Es sind trotzdem dann 400 Damage mehr. Also er hat doppelt so viel Damage gemacht mit seinen Qs. Wie gesagt, ich bin mir ziemlich sicher, du stirbst da so oder so, wenn er neben dir steht oder nicht, weil Max stirbt dann einfach vor dir. Ja, ich meine, also das Wichtigste bei Cogma ist halt, dass du ein W abhast, ne? Wenn du ein W abhast, machst du um einiges mehr Schaden. Das heißt, deswegen ist er auch so gut nach den neuesten Patches jetzt. Weil alle Damage Reduction hat, aber bei dir machst du gefühlt den ganzen Damage über den W-Skill. Max, place auch mal dein Control Ward. Du hast die 2 Minute 3 gekauft und seitdem. Sag mal Gutes. Hier? Nee. Nee, dann nicht. Willst du deins haben? Welche Seite willst du lieber gerade gewordet haben? Jetzt will ich gerade Baron lieber haben. Mhm. Achtung, da ist der Pike. Bei sowas macht dein Sweeper an. Lauf da mit dem Sweeper durch, weil dann weißt du, ob er dich sieht oder nicht sieht. Hier erstmal nur ein kleines Scheißwort drüber, weil ich kein krasseres Wort hinstellen kann. Weil die Pisser da zu fünft sind. Das ist zwei Award rein, ja. Oh, was ist die Kacke? So, Elise ist tot. Wir haben eine 12-1 LeBlanc. Wir hatten eine Chance, sie zu töten und den Shutdown zu kriegen, aber dann ist sie mit 57 HP weggelackt. Achtung, du musst ja weg. Ja, die werden jetzt, also die sollten Baron machen. Das ist so unfair, ne? Kann ich von hier angreifen? Wenn die ein bisschen einen Tick näher rangehen, ja. Wenn sie neben, also wenn sie ungefähr neben der stehen, glaube ich. Polymorph. Schade. Ein Ticken zu spät. Polymorph ihn, oder? Ach nee, kein Polymorph. Nice, schön old. Die Serie stirbt noch. Oh, ah, da, also, dass du da reinfällst, ist krass. Die war doch wieso denn? Durch. Meine Passive stand doch neben dir. Weiß ich doch nicht. Ich denke, die lag mit 1 HP. Jetzt habe ich dir den Kill gestealt. Das ist ja tausendfach beschissener. Das ist verrückt. Die nerven Snowball-Champs und Assassins, dass du nicht alles one-shotten kannst. Dann haben sie die Inkarnation eines One-Shot-Champions, 12-1 Legendary LeBlanc, die alles mit einem Skill tötet. Ey, das ist krass. Das ist krass. Können wir die töten, wenn du sie polymorphst? Die bringt euch eigentlich rein? Also, ich meine, wir haben sie trotzdem raus. Getötet. Ja, aber... Ja, das Ding ist, du darfst nicht vergessen, Polymorph ist ja, also, das geht nicht instant raus. Der ja, aber sie war ja gar nicht gepolymorphed. Ich war auch nicht da. Doch, sie war polymorphed, oder? Oder warst du gewt? Also W war auf jeden Fall auf Cooldown. Entweder hattest ich du... Ich hab Mata gewt, glaube ich. Okay. Also entweder hattest du gerade Buff oder sie war polymorphed, eins von beiden. Ich hab verkackt, ich hab im Chat geschaut. Ja, aber jetzt zum Beispiel... Ja, ich will zum Beispiel gleich Ward in Tribush setzen. Einfach nur, damit Wieland ein bisschen sicherer ist. Okay. Selber noch eins. Aber ich habe auch Terminus, deswegen gehe ich jetzt weg. Ich habe 100 Gold. Guck mal, wenn du weißt, dass du eh resetten gehst und gerade keine Wards auf der Map hast, die irgendwie wichtig sind, irgendwohin dann packen. Dann kannst du sie eben für sowas verwenden. So, der Ward da unten wird jetzt nicht so viel Value bringen. Aus aber wenn Base, zum Beispiel, was Alarm. Nein, ich brauche Michaels, dann habe ich wieder 20 Gold noch. Geht das klar? Ja, 20 Gold ist kein Problem. Dann könnt ihr einfach, also kann wieder ein bisschen sicherer die Wave fahren und kommt ein bisschen sicherer back. Weil, also der Ward bringt jetzt auch nicht so viel. Ich meine, Drake spawnt, aber die werden eh wahrscheinlich über Mitte entern. Aber trotzdem. Also wenn du die Wards eh hast und eh resetten gehst, dann füllen sie sich ja eh wieder auf. Terminus baut man nicht mehr. Stimmt das? Ich weiß es nicht. Davor hast du es gebaut, auf jeden Fall. Du bist ein Damage-Monster. Und der Skin ist auch wirklich cool. Viel Damage. Also wenn ich nicht durchzieht werde, dann... Ich hab jetzt Michaels. Gut. Das Problem ist, die können irgendwo stehen, die hier. Okay, seht ihr das? Und unsere Elise macht den Cromp. Nee, die macht nicht mal den Cromp. Was macht sie da? Die will Botland trappen. Ich muss doch jetzt eigentlich mit dem Jungler den Dings vorbereiten. Ja, die müssen jetzt bei mir chillen, glaube ich eher. Ja. Die sind unten am Gange. Vielleicht können die da aushelfen. Aber die sind wahrscheinlich schon tot. Aber wobei, Diana hat eine gute Ult. Ich habe so das Gefühl, dass Ronans dir ganz gut tun würde. Ja, wollte ich nicht vergessen. Interessant. Nice, die ist auch noch da.
Da mal ein Wort rein, dann habe ich das. Ja, guter Wort. War in Peter. Ja, also, nee. Guck, ihr könnt das Game alleine killen. So, ihr habt gerade 2 gegen 5 gefällt. Der Ender zwar noch eine geile Ult gemacht. Step du da mal rein. Ja, genau. Geh mal zum Drake. Macht halt Sweeper an. Weil sowas macht halt Sweeper an. Guck mal, dann hätte der dich nicht hooken können, weil er nicht genau weiß, wo du bist. Die Wahrscheinlichkeit, dass da ein Ward drin ist, ist sehr hoch. Ja, wenn du da neben mir stehst, lebe ich. Also hundertprozentig, Mann, das könnt ihr mir nicht, das kannst du... Da hätte es auf jeden Fall einen Unterschied gemacht. Aber Max war beschäftigt, den Ward zu clearen. Ja gut, okay. Oh, schöne Dodges. Aber reicht leider nicht aus. Ja. Ach, wir haben eine Nah, das wusste ich gar nicht bis gerade eben. Ich schau gerade Top Lane, was der so macht. Zacken. Ja, by the way, dein Mikael ist healed auch. Das heißt, ich wollte es gerade gedrückt, aber war schon gewonnen. Genau. Ich wollte es gerade machen. Du musst bitte neben mir stehen, wenn wir gegen Kha'Zix stehen. Spielen bitte. Du kannst mal hier ein Ward reinstellen zum Beispiel. Oder mal hier eins. Wir können auch zusammen umlaufen. Die sind zu schlecht, die Wards. Ja, nee, die kannst du jetzt setzen, weil ihr müsst gerade ein bisschen defensiver spielen. Ist der Kha'Zix Level 16? Ja, wir müssen jetzt... Du musst zu deinem Kog'Maw. Da vorne lang, ja, auch sehr, sehr gefährlich. Ja, das Ding ist, also der Fight ist schon over, bevor er angefangen hat, leider. Ich komme. Also. Nice. Ja, aber also wo du warst, weiß ich nicht gerade. Ich kam leider, nicht Max. Zu dir, ich wollte Warden. Gib Speed, ja, okay. Aber ich krieg ja auch immer Nash. Ja, ja. Setz den Ward, den einen, den du hast, da rein, das, ja, genau. Dass wir das trotzdem gewonnen haben, ist so irritierend. Ward. Wie zum Fick haben wir das gewonnen? Ich bin eben komplett woanders lang gelaufen, weil ich noch Warden wollte. Dann kam ich nicht mehr zurück. Auch selber ja, aber speeden, du willst doch eh nicht alleine Warden gehen. Wenn du irgendwo Warden gehen willst, sag mir, ich will da Warden gehen. Ich wollte hier einen Ward reinpacken, weil ich da Angst hatte, dass da welche sind, dass sie von da kommen könnten. Ja, aber allein ist doch auch dumm. Was ist, wenn da die Leblanc drin steht und du bist da alleine? Da bist du instant tot. Wenn du irgendwo, wenn du irgendwo Warden gehen willst, sag mir einfach Bescheid, dann laufe ich damit hin und wenn da wer ist, töten wir den gemeinsam. Okay. Wir laufen jetzt einfach überall zusammen hin. Polymorphine kann der nicht rausspringen. Ah, okay. Sie, genau, also wenn nehm da mich, mich, Max, ist, nehm mich. Das sind zu viele, oder? Bottom, da ist LeBlanc. Das sind die echte, oder? Wenn du da einen Pike polymorphst, ist er tot. Bleib bei mir, bleib bei mir. Bleib einfach bei mir. Und auch wenn du irgendwo hinläufst, also wenn du alleine bist und irgendwo hinlaufen musst, dann gib dir die W selber. Gib dir selber Move Speed. Weil bis du da bist, ist der meistens wieder. Aber der Cooldown so. Na gut, jetzt sind noch 9 Sekunden. Ja, Tweet mal. Wir können ihn eigentlich nicht den Drake geben. Ihr könnt eigentlich auch fighten. Ja. Aber euer Name muss kommen. Los. Was macht der da? Was macht der da? Oh Mann, Gott! Ja, das Ding ist schon wieder over, ne? Drake ist auch schon gemacht. Ey, das so macht schnell. Keinen Spaß. Aber der, natürlich, die haben Kha'Zix. Der macht zweimal Kurve das Ding, das ist tot. Ich habe eine überkrasse Frage an dich, Karma. Ja. Meine Ult ist kein Heal, ne? Nee, deine das Ult gibt Max. Der mit Leben. Genau. Deine Ult gibt extra Max Health, ja. Und dementsprechend, also kriegen die Leute auch die HP dazu. Okay. Wenn ich mir aber Moonstone Renewer hole, zieht das dann als Healing. Du meinst, ob quasi Moonstone das auch bufft? Ja. Ja. Sicher? Okay, jetzt aber mal ganz kurz Fokus. Das ist der letzte Team, bei dem wir spielen, okay? Ich bin voll da. Weiß ich nicht. Manchmal redest du und greifst dann Wards an und dann bist du gar nicht im Fokus. Polymorph? Du hast hier Polymorphin. Och Mann, wenn der Polymorph ist, ist der instant tot. Ja, jetzt hast du kein Polymorph mehr ready und ich sterbe. Alles gut. Nein, du bist Giga. Fett. Der W fliegt, Rumatra, das musst du noch checken. Ja, aber der war der halt. Ja, aber der war denn danach nicht mal polymorphed. Also der travelt doch danach war er. Danach war er polymorphed, aber ja, es war einfach ein Tick zu langsam. Er ist gegangen, während er noch fliegt auf maximal Range und dauert das so lange, bis er da ist. Mir fällt schwierig zu glauben, dass man ihn dann nicht hätte polymorphen können, bis bevor er rausgeht. Man hätte ihn da wahrscheinlich weiter rein. Jetzt bin ich tot, oder? Du hast noch Heal, Max und Mikaels. Ja, dann hilf halt noch. Nein. Na gut, wir haben gewonnen, I guess, aber... Geil. Warte, mach mal Undo nochmal. Mach mal noch Undo. Undo? Jetzt haben wir über deine Ult.
Ult. Da siehst du 471, jetzt kauft das Item. Es gilt mit AP, 473. Und jetzt ist halt die Frage, ob es dein Muster auch noch bufft. Ich würde schätzen, ja. Aber ich kann es dir nicht zu 100% sagen. 308. Nee, das wird gar nicht angezeigt. Doch, doch. Also das wird so nicht angezeigt, weil das scaled ja nur mit AP. Aber ist ja ein Shield. Mein E ist ein Shield. Mhm. Also dein Shield wird auch größer durch Moonstone. Ja, ja, genau. Ab, 40, aber, ja, aber nur noch, was nur noch 35%, okay. Aber es wird nicht angezeigt, dass es größer wird. Aber ja, es ist größer, aber es wird nicht angezeigt. Aber es chained ja. Also, weißt du, wenn irgendwie Leute nebeneinander stehen, dann hieß ja jemand noch mit. Aber also, zu 100% Safe Call ist es nicht, aber ich glaube schon. Aber es ist eine gute Frage. Habe ich ja gesagt, es ist eine gute Frage. Mhm. Ihr könnt jetzt gleich einfach in 3 Sekunden Nash machen und dann das Game beenden. Das heißt, du wirst jetzt auch deine Wards dafür stellen. Das heißt, du kannst mich deinen Control replacen ins Pit rein, wenn niemand von deinen Teammates das macht. Alarm! Genau, hätte euch die Pflanze und setzt jetzt reich in das Gebüsch einen Ward, weil du darfst nicht weiter vor oder über die Wand, ja. Und jetzt müsst ihr gerade von unten aufpassen, euer Team ist gerade resetten, ja. Also Diana ist Mitte und naht sich catchen lassen. Diana lässt sich gerade catchen. Mhm. Ja, vorbei. Also ist die Diana. So macht sie das. So macht halt Super zum Beispiel bei sowas an. Wir können die töten, wenn die reingehen. Aber du musst bei mir bleiben, Max. Bin ich? Ja, ist vorbei. Wir können. Die Diana ist einfach gestorben. Das ist so unfair. Die hat echt gerade das Spiel voll mit einer Solo-Aktion. Also jeder von denen ist wirklich so... Oh. Den Elder Drake dürft ihr auf jeden Fall nicht verlieren. Ups. Alarm. Ich will euch im Tod. Wollen wir auf den Garen? Ja. Ist verrückt, dass der Mega nah in der Backline steht und die Diana irgendwie... Ja, also es ist wirklich krass, ne? Das können wir nicht gewinnen, das ist leider unmöglich. Lass mal schnell hinlaufen einfach, lass da ganz schnell hinrennen. Ach, die haben den Baron. Bro, ich check's nicht. Ja, das ist ja ihn. Aber wie hat Mega nach springt raus mit seiner Form. Auch noch nie gesehen. Ihr könnt es auch sogar fighten, wenn er ankommt. Ja, ja. Das Problem ist Mega, der rennt halt auch nicht zu uns, ne? Ja, hab keine Angst. Ult, ja, alle tot. Gib ihm Speed in einer Sekunde. Speed! Ja. Heal. Mach noch ein Shield auf ihn und heal direkt. Komm ich ran. Heal. Cool. Und jetzt beendet das Game. Ah. Jetzt gebe ich Speed nochmal. Also, ja, perfekt. Oh, ist das toll. Großartig. Das ist es, Romatra. Danke, Riot. Okay, es wurde geused, actually. Danke, Riot, für diese 1, 2, 3 Mal. Letzten, glaube ich. 40 Minuten. Alter, dann ist es guck, jetzt magst du doch Kog'Maw, oder? Boah, ich fand das so rough, das Game. Es war mit das rougheste Game, was wir je gespielt haben. Aber was du für eine Late-Game-Monster bist, bist du ja sonst so mit keinem. Ja, das stimmt schon. Nee, das ist richtig. Ich glaube, mit Jinx wäre dasselbe gerade passiert. Ja, das Gute an Kog'Maw ist, du kannst schon mit ein, zwei Items sehr illegal unterwegs sein, im Sinne von, du hast übelst viel Schaden. Super K6, ja. Tofu-Händler, sagt, du bist ein Farming-Champ ohne Skill. Sagt vor allem das K6, das schreibt das Produkt, ne? Halt.